Ankommen, bekommen. Was ist trennbar und was nicht? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Maria, ich bin Deutschlehrerin und dein Sprachcoach. Ich habe sehr viele Anfragen zu trennbaren und nicht trennbaren Verben bekommen. Und dieses Video ist für die, die ihre Grammatik verbessern wollen. Heute erkläre ich dir, wie du trennbare Verben von nicht trennbaren Verben unterscheidest. Und ich zeige dir auch, welche Präfixe sowohl trennbar als auch nicht trennbar sind. Lass uns gleich beginnen. Wir haben viel zu tun. Los geht's! Bevor wir starten, möchte ich dich darauf hinweisen, dass du alle Beispiele aus dem heutigen Video in meinem kostenlosen PDF findest. Dieses PDF ist auch direkt unter dem Video verlinkt. Trage deinen Namen und deine E-Mail-Adresse ein und du bekommst den Zugang zu meinem PDF-Pool. Ja, über diesen Link bekommst du das ganze kostenlose Material, das ich je erstellt habe. Es ist jede Menge PDFs, ganz, ganz viele PDFs zu verschiedenen Themen. Und so kannst du absolut kostenlos Deutsch lernen und besser sprechen und schreiben. Dort findest du auch mein gratis E-Book 10 Powerschritte zum effektiven Deutschlernen. Ich hoffe, dass du mit diesem Buch noch motivierter und noch strukturierter Deutsch lernst. Und wenn dir meine Videos gefallen, dann klicke bitte jetzt auf Abonnieren und gib diesem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Genau das motiviert mich, noch mehr Videos aufzunehmen. Das mache ich nur für dich. Woher weiß man eigentlich, ob das Verb trennbar oder untrennbar ist? Hier geht es vor allem um Präfixe oder man nennt sie auch Vorsilben. Man sollte am besten lernen, welche Präfixe immer trennbar sind und welche nicht. Das wird dir das Leben erleichtern. Aber zuerst einmal lass uns klären, was Präfixe überhaupt sind. Nehmen wir das Verb kommen. Kommen ist der Infinitiv. Komm ist der Verbstamm. Und en ganz am Ende ist die Endung. Lass uns zu diesem Verb ein Präfix hinzufügen, zum Beispiel an. Und dann haben wir ein völlig neues Verb. Ankommen. An ist das Präfix. Dieses Präfix ist trennbar. Solche Verben sind ganz besonders. In einem normalen Hauptsatz steht das Verb normalerweise auf Position 2. Und was macht das Präfix? Überraschung, es steht am Ende des Satzes. Was macht es dort? Zum Beispiel, ich komme um 15 Uhr in Berlin an. Das Präfix an geht ans Ende. Das ist so typisch deutsch. Schön, oder? Und wie bilden wir so einen Satz im Perfekt? Für das Perfekt brauchen wir zuerst das Partizip 2. Bei trennbaren Verben steht dieses G in der Mitte. Angekommen. Zum Beispiel, ich bin um 15 Uhr in Berlin angekommen. Das Verb ankommen benutzen wir übrigens mit der Präposition in und mit dem Dativ. Zum Beispiel, ich bin in der Schule angekommen. Und jetzt lass uns ein anderes Präfix nehmen, zum Beispiel be. So haben wir wieder ein neues Wort, bekommen. Dieses Präfix ist nicht trennbar. Es geht also nicht an das Satzende, sondern bleibt schön zusammen mit dem Verb. Lass uns einen Satz bilden. Ich bekomme viele E-Mails. Oder im Perfekt, ich habe heute
viele E-Mails bekommen. Ich liebe Verben mit Präfixen. Ich hoffe, dass du sie am Ende des Videos auch lieben wirst. Also, wie lernen wir heute? Zuerst gebe ich dir eine Liste mit trennbaren Präfixen und zeige dir ein Beispiel zu jedem Präfix. Gleich danach geht es weiter mit untrennbaren Präfixen. Wie gesagt, diese Listen solltest du am besten auswendig lernen. Und am Ende des Videos wird es richtig spannend. Ich gebe dir eine kleine Liste mit Präfixen, die sowohl trennbar als auch untrennbar sind und erkläre dir, warum das passieren kann. Also bleib bitte unbedingt bis zum Ende dran. Und wenn es dir Spaß macht, Grammatik zu lernen, dann werde zu einem Grammatikhelden. In meinem brandneuen Online-Kurs lernst du so viel Grammatik wie noch nie zuvor. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Dann fangen wir doch mal mit trennbaren Präfixen an. Hier sind die Präfixe, die immer trennbar sind. Bitte beachte, dass solche Präfixe in Sätzen auch am Satzende stehen können. Darüber haben wir schon gesprochen. Ab. Zum Beispiel abholen. Ich hole meinen Sohn von der Schule ab. An. Anrufen. Ich rufe dich später an. Auf. Zum Beispiel aufpassen. Im Deutschunterricht passen meine Schüler immer gut auf. Meine Schüler sind also sehr aufmerksam. Aus. Zum Beispiel aussehen. Du siehst sehr glücklich aus. Na klar, du schaust dir mein Video an. Ich weiß, dass es dir gefällt. Auseinander. Zum Beispiel auseinandersetzen. Wir setzen uns mit dem Problem auseinander. Das heißt, wir überlegen uns eine Lösung für das Problem. Bei. Zum Beispiel beibringen. Ich bringe dir Deutsch bei. Also ich unterrichte Deutsch und du lernst bei mir. Ich bringe dir Deutsch bei. Ein. Zum Beispiel einkaufen. Wir kaufen einmal pro Woche ein. Wie oft kaufst du ein? Entgegen. Zum Beispiel entgegenkommen. Mein Nachbar kommt mir auf der Straße entgegen. Entlang. Zum Beispiel entlang gehen. Wir gehen eine Allee entlang. Fehl. Zum Beispiel fehlschlagen. Die Anmeldung schlägt fehl. Das bedeutet, die Anmeldung klappt nicht. Sie schlägt fehl. Die Anmeldung ist fehlgeschlagen. Fern. Zum Beispiel Fernsehen. Am Sonntagabend sehen wir gemeinsam fern. Fest. Zum Beispiel festfahren. Das Auto fährt sich im Schnee fest. Fährt sich fest. Fort. Fortfahren. Nach der Pause fahren wir mit der Aufgabe fort. Also, wir machen weiter. Du machst jetzt aber keine Pause. Wir lernen noch. Gegenüber, zum Beispiel gegenüberstehen. Die beiden stehen sich gegenüber. Heim, zum Beispiel heimfahren. Nach der Arbeit fahre ich heim. Also, ich fahre nach Hause. Her, zum Beispiel herkommen. Kommst du mal bitte her? Wir müssen reden. Hin, zum Beispiel hinlegen. Ich lege mich heute Nachmittag hin. Also, ich ruhe mich ein bisschen aus und schlafe vielleicht ein bisschen. Aber nur vielleicht. Hinterher. Zum Beispiel hinterherlaufen. Meine Katzen laufen mir ständig hinterher. Hoch.
zum Beispiel hochhalten. Der Sieger hält den Pokal hoch. Los, zum Beispiel losfahren. Wann fährst du los? Mit, zum Beispiel mitbringen. Ich bringe dir etwas aus dem Urlaub mit. Was möchtest du denn? Nach, zum Beispiel nachdenken. Ich denke über diesen Vorschlag nach. Vor, zum Beispiel vorbereiten. Du bereitest dich auf deine Prüfung vor. Ich hoffe, du bist fleißig. Weg, zum Beispiel wegschmeißen. Ich schmeiße den Müll weg. Weiter, zum Beispiel weiterleiten. Die Sekretärin leitet die E-Mail weiter. Zu, zum Beispiel zudecken. Ich decke mein Kind zu mit einer Decke. Zurecht, zum Beispiel zurechtfinden. Sie findet sich im neuen Büro noch nicht zurecht. Sie muss sich noch an alles gewöhnen. Zurück, zum Beispiel zurückgeben. Ich gebe dir das Buch morgen zurück. Versprochen. Zusammen, zum Beispiel zusammenhalten. Meine Familie hält immer zusammen. Es gibt eine Besonderheit hier. Trennbare Präfixe sind immer betont. Das üben wir auch in meinem Intensivtraining. Dort arbeiten wir 90 Tage lang an der Aussprache. Wenn es dich interessiert, dann findest du den Link direkt unter diesem Video. Und schreibe auch dein eigenes Beispiel mit einem trennbaren Präfix. Weiter geht's. Folgende Präfixe sind nicht trennbar. Be. Zum Beispiel bedanken. Ich bedanke mich für das Geschenk. Ge. Zum Beispiel gefallen. Diese Schuhe gefallen mir nicht. Tut mir leid. Emp. Zum Beispiel empfangen. Wir empfangen unsere Gäste. Ent, zum Beispiel enthalten. Dieses Getränk enthält keinen Alkohol. Das Getränk ist alkoholfrei. Er, zum Beispiel erfahren. In diesem Video erfährst du viel Neues. Das hoffe ich. Hinter, zum Beispiel hinterlassen. Ich hinterlasse eine Nachricht. Fair, zum Beispiel verfahren. Ich verfahre mich oft in Großstädten. Also, ich finde den Weg nicht. Zerr, zum Beispiel zerreißen. Ich zerreiße ein Blatt Papier. Ist dir etwas aufgefallen? Habe ich gerade diese Präfixe betont? Nein, das habe ich nicht. Untrennbare Präfixe sind nicht betont. Niemals. Überlege dir bitte auch dein eigenes Beispiel mit einem untrennbaren Präfix und schreibe es in die Kommentare. Und jetzt wird es besonders interessant. Bei folgenden Präfixen solltest du wirklich aufpassen. Sie können sowohl trennbar als auch untrennbar sein. Das hängt davon ab, was das Wort bedeutet. Normalerweise, wenn wir das Wort in seiner direkten Bedeutung benutzen, dann trennen wir das Präfix. Aber wenn wir das Wort in seiner übertragenen Bedeutung nicht in einer direkten Bedeutung verwenden, dann wird das Präfix nicht getrennt. Und das sind solche Präfixe. Das Präfix durch kann sowohl trennbar als auch nicht trennbar sein. Ich gebe dir zuerst ein Beispiel, in dem wir das Präfix vom Verb trennen. Durchlassen. Und jetzt ein Satz. Lassen Sie mich bitte kurz durch. Und jetzt durch als untrennbares Präfix. Durchlöchern. Sie durchlöchert mich immer mit Fragen. Durchlöchert. Sie macht quasi Löcher in mir.
Das passiert aber nicht wortwörtlich. Wir benutzen dieses Verb im übertragenen Sinne. Und deshalb trennen wir das Präfix nicht. Sie durchlöchert mich immer mit Fragen. Sie stellt also viel zu viele Fragen. Ist das klar? Ein weiteres Präfix: über. Zum Beispiel überkochen. Die Suppe kocht über. Ich hätte lieber aufpassen sollen. In diesem Fall ist das Präfix trennbar. Das ist eine konkrete Bedeutung. Aber schau dir mal dieses Verb an, übertreiben. Und hier kommt ein Satz. Er übertreibt mal wieder. Hier benutzen wir das Verb in einer übertragenen Bedeutung und trennen das Präfix nicht. Übertreib nicht. Das nächste Präfix ist unter. Zum Beispiel unterbringen. Wir bringen dich im Gästezimmer unter. Das bedeutet, du kannst im Gästezimmer schlafen. Aber unterstützen. Meine Freunde unterstützen mich. Das ist wieder eine übertragene Bedeutung und wir trennen das Präfix nicht. Um. Zum Beispiel umkippen. Ich kippe das Wasserglas um und das ganze Wasser fließt auf den Tisch. In diesem Fall ist das Präfix trennbar. Aber umarmen. Ich umarme meinen Sohn. Wieder. Wiederfinden. Hoffentlich finde ich mein Handy wieder. Finde mein Handy wieder. Ein trennbares Präfix. Aber wiederholen. In diesem Verb ist das Präfix nicht trennbar. Ich wiederhole den Satz. Nochmal und nochmal. Wenn du diese Präfixe siehst, dann schaue immer im Wörterbuch nach, was das Verb bedeutet. Dann weißt du auch, ob es eine direkte oder eine übertragene Bedeutung ist. Überlege dir auch dein eigenes Beispiel mit einem dieser Präfixe. Schaffst du das? Natürlich! Dann war's das für heute. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Video gefallen und geholfen hat. Und wenn du alle Beispiele aus dem Video noch einmal schriftlich bekommen möchtest, dann lade dir doch mein kostenloses PDF herunter. Den Link findest du direkt unter diesem Video. Kann ich dir irgendwie beim Deutschlernen helfen? Möchtest du noch mehr Grammatik lernen oder vielleicht deinen Wortschatz erweitern? Schreib mir bitte einen Kommentar und ich versuche, deinen Wunsch zu erfüllen. Also, wir zwei sehen uns schon bald wieder in meinem neuen Video. Mach's gut, pass auf dich auf und tschüss! Und jetzt kannst du mich mit Fragen durchlöchern.